So Leute, willkommen zum brandneuen Projekt der Pokémon Smaragd Edition. Um genau zu sein, die Pokémon Smaragd Soul Link Challenge mit Jesse666 und Zoe Shumaro. Guten Tag. Wunderschön, wie einprobiert. Ja. Und direkt verkackt, wie eingeprobt, wollte ich sagen. Ihr seht schon. Auch probiert. Genau. Ihr seht schon, wir wollen etwas ausprobieren. Und zwar haben wir uns auch viel darum gebeten, wenn wir schon nicht das zweite Bild im Screen des anderen haben. Dann zumindest die Cam. Dann ging es die Cam und das wollen wir heute mal ausprobieren. Ist ja quasi it's a first, wie man so schön sagt, für mich hier ein Pokémon-Spiel mit Cam mal zu machen. Mhm. Für dich glaube ich auch. Zumindest auf YouTube, wenn Livestreams mal nicht mitzählen. Ja, ich wollte sagen, Livestream ist ja Cam völlig normal. Aber wir wollen es jetzt mal probieren hier. Mhm. Und für alle, die das gestrige Video nicht gesehen haben, dann schaut nochmal rein. Da haben wir nämlich die Regeln erklärt, denn da wollen wir heute eigentlich gar nicht mehr viele Worte zu verlieren und am besten einfach starten, oder? Yo! Wunderbar, Leute, los geht's. Natürlich erst einmal die Option Texttempo auf 3. Genau, und meine interne Batterie ist verbraucht. Ja, wie soll ich, warum? Ich habe ein schönes Wolkenmustermotiv genommen. Hast du auch schon das Kampf, Motiv. Ach ja, Kampf auf Folge, nicht vergessen. Warte, was nehme ich denn? Das ist wichtig, Leute, das ist wichtig. Ich habe die Nummer 9 genommen. Das ist Nummer 9. Oh, das ist schon ein bisschen aufdringlich so, ne? Ja. Ich nehme die, warte. Ich nehme die 13. Kurze Info für die, die es bei mir schauen. Wenn ich immer wieder mal so links zur Seite gucke, oder ich weiß nicht, ob es dann auf der Aufnahme auch noch links oder rechts, je nachdem. Wenn ich zur Seite gucke, dann gucke ich auf meinen Monitor und gucke, ob die Aufnahme in Ordnung ist. Okay, stimmt, das ist auch hier, ne? Ganz verwirrend. Ja. Muss man auf achten. Jan, also das weißt du schon. Cam läuft, Jan, also nicht so viel popeln. Okay. Okay, ich starte jetzt das neue Spiel. Okay. Ich will Professor Birk sein, weil der aussieht wie ich. Jedenfalls sah ich mal so aus. Ja. Als ich noch den Bart hatte. Warte mal, wie breit der einfach mal ist, ne? Danke, Jan. Message ist angekommen, ist schon okay. Gut. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémänner. Mein Name ist Chris. Ich meine, aber ihr nennt mich nur Pokémon-Professor. Wie alle anderen. Dies ist ein sogenanntes Pokémon-Quappo bei mir übrigens. Bei mir ist es Elekid. Sehr schön. Auf dieser Welt leben, das Quappo schlägt mich voll, auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Sklaven, Arbeitskollegen, meine ich natürlich, selbstverständlich. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Wenn ich manchmal übrigens ein bisschen weiter weggehe hier auf der Cam, dann ist, weil bei manchen Stimmen muss ich weiter vom Mikrofon weggehen, weil die automatisch lauter sind, wie die zum Beispiel. Gibt es hier auch so eine, Pearl-Stimme so, wo du richtig so wegschreiben musst? Das sieht dann sehr witzig aus, glaube ich, wenn ich so da hinten ins Zimmer renne irgendwo. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, mir fällt bestimmt einer an, den ich schreien lassen kann. Gut. Wissen wir doch nicht alles über sie. Es gibt doch so viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Tja, ich würde sagen... Also dafür, dass... Ich glaube, der Typ braucht eine Brille, also genau wie du, weil der sieht nicht, ob wir ein Junge oder ein Mädchen sind. Ich nenne mich Jan. Jetzt echt? Ja. Okay, dann nenne ich mich Chris. Geil. So, ich bin jetzt Jan. Full Caps? Ich glaube... Ja, dritte Gen auf jeden Fall. Full Caps. Okay, alles Full Caps. Du bist also Jan! Oder Chris. Ja, genau. Ah, okay, Mann. Jetzt habe ich das. Du heißt Jan und Chris und ihr seid gerade nach Wurzelheim, meinen Heimatort, gezogen.
Fantastisch, ey, der ist richtig klug hier, der Typ. Na gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab du Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ich wäre schon mal saugespannt, was wir für Pokémon bekommen werden. Gleich ist er wieder mal randomized, Leute, mit ähnlicher Stärke zwar. Eieiei, also ich würde sagen, in Perl haben wir einen echt guten Fang gemacht. Also wir hatten schon ziemlich coole Starter. Ja, Sepa und Shinux, echt episch. Wir müssen das gleich ganz, ganz krass aufziehen mit unseren Starter-Pokémon. Okay. Du darfst unsere Mutter sein. Okay. Ach, Christian, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Ich hoffe, dir ist kein Paket auf den Kopf gefallen. Und wenn, dann hoffentlich nicht dieses Paket. Aber egal. Ich klicke schon weiter gerade die Texte, weil ich gerade kurz echt gedacht habe, das steht da. Ich denke mir, also warte mal, Jan improvisiert einfach. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Guck mal auf die Bäume obendrauf. Ja? Da ist ein trauriges Gesicht. Was? Also ich erkenne da eher so einen wütenden Troll oder sowas. Wo siehst du denn da traurig? Ach doch, da! Stimmt! Siehst du das? Ja! So ein Punkt und dann die umgedrehte Klammer und dann noch so ein Punkt. Genau, das sind die Punkte da oben und dann die... Wow, die Bäume sind sehr, sehr... Also im Wurzelheim... Das könnte so auch so irgendwo so ein kleines Knilz irgendwo sein, das einfach traurig guckt im Baum. Ja, vielleicht sind das alles Knilze, oh mein Gott. Die haben vielleicht Knilze an jede Baumspitze gepackt und die gucken da traurig und sagen nur, ich will hier raus. Ey, die Wahrscheinlichkeit, einen Knilz zu bekommen, ist in Smaragd wesentlich ein bisschen höher als in Perl, ne? Weil Knilze in jedem Baum leben. Übrigens, klickt die ganze Zeit aus, wir sind schon weiter. Wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher auch wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Chris. Lass uns hineingehen. Wahnsinn, ich krieg mein eigenes Zimmer. Siehst du, Chris, hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Die perfekten Sklaven. Ach, das ist doch sowas von praktisch. Und das ist nicht mal ein Praktibalk hier. Er hat gesagt, das sind Arbeitskollegen, okay? Was ist eigentlich ein Praktibalk? Chris, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. War das ein Befehl? Eigentlich schon, ja. Ja. Vergiss nicht, sie einzustellen. Los! Okay, okay, okay. Okay, ich mach ja schon. Die Uhr ist stehen geblieben. Okay, ich zieh sie auf. Die Uhrzeit ist korrekt, ja. 20.44 Uhr. Ich hab's überhaupt nicht eingestellt. Nicht? Ich hab's auf Standard gelassen. Ich drehe jetzt erstmal an der Uhr. Denn ist es schon so spät? Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Das ist gerade 20.44 Uhr, wie Jan gesagt hat. Bei mir ist es gleich wahrscheinlich 45, von daher. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was es jetzt bei mir für eine Uhrzeit war. Irgendetwas, glaub, was wir 10 Uhr morgens nicht hatten. Chris, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Ich habe mir nur die Uhr angeguckt. Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind ja so praktisch. Du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Okay, wir holen erstmal unseren Trank. Ich meine, ist es ja schon okay, wenn die Leute so nett sind und die Möbel hier hinstellen, ist in Ordnung, aber sowas wie Schreibtisch einräumen, tut mir leid, aber das will ich ja schon selber machen, ne? Ich habe einen Gamecube. Ich habe auch ein Gamecube. Was steht denn da drin? Das ist ein Nintendo Gamecube. Ein Game Boy Advance ist angeschlossen. Diet als Controller, ey. Ist ja... Das ist... Ich habe gerade meinen Gamecube Controller. Ich habe das... So sieht kein Game Boy Advance aus, was da neben dem Gamecube liegt. Entschuldige. Das ist doch der C-Knopf. Dort das grüne Pünktchen ist der... Na. Voll verarscht hier. Ich bin auch unten. Da kommt jetzt unser... Oh, Christian, komm schnell her. Kramchef her, was? Ja, da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Was, Vati, der aus Zelda? Das war unsere Reportage über die Arena von Hyrule. Moment, was? Oh, schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freundinnen lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Los! Ja, ist er, ey, mein Gott, ey, wir werden die ganze Weise... Stell deine Uhr ein, kontrolliere deinen Schreibtisch, besuch die Nachbarn. Mein Gott. Hin und her gehetzt. Okay, gehen wir mal nach nebenan. Was ist denn, wenn ich... Oh, das ist die andere Mutter. Ja. Hallo, wer bist du? Arschloch. Oh, du bist Jan und Chris, unser Nachbar, der Neue. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Mein Tochter. oder wie ich es immer so schön sage, mein Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Okay. Freundschaft schließen? So. Ich klaue erstmal ihr Zimmer. Ihre Einrichtung. Nebenbei, jetzt sehe ich es auch. Das ist doch nie im Leben ein Game Boy Advance Controller. Never ever. Vor allem, es gab nie einen orangenen Gamecube. Oder? Custom-made schon. Und das ist eher gelb als orange. Ich finde, das ist mehr orange als gelb.
Jan, weißt du, Part 1, gerade mal 10 Minuten um und schon nervst du wieder rum. Ja. Wo soll das denn hinführen? Indem ich jetzt Maike spreche. Okay. Was? Wer bist du denn? Arschloch. Ach, du bist Arschloch. Okay, hallo Arschloch. Du bist hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum. Warte mal, ich habe... Was? Einfach nur dieser... Ich habe diesen Traum. Das klingt ein bisschen creepy. Also, wenn ich gerade jemanden kennengelernt habe und ich spreche seit 10 Sekunden mit ihm, dann kommt so... Ich habe diesen Traum. Tote Menschen. Überall. Das Schweigen der Lämmer. Oder das Schweigen der Maike. Eigentlich schweigen wir ja. Das Schweigen des Bricks. Christian. Das Schweigen des Christian. Mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ach, ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Arschloch. Und wir werden Freunde werden. Er hat sich als Arschloch vorgestellt. Ja, das ist wahr. Von daher wird er jetzt durchgehend von ihr so genannt. Ist das nicht albern? Ja, ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Arschloch, wir treffen uns später. Ich glaube immer noch, dass die auf uns steht. Kann ich den Pokéball trotzdem klauen? Der Pokéball gehört Maike. Lass ihn besser liegen. Weißt du, selbst so eine übernatürliche Stimme gibt uns Befehle. Ja. Lass das liegen. Aber ich will nicht, lass das liegen. Okay, ist es jetzt schon soweit? Kriegen wir jetzt unsere Pokémon? Ich glaube, ja. Hey, hallo, es ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann es nicht rufen. Ich würde mir gerne mal sehen, was ist los? Ich habe keine Pokémon. Kannst du mir von meinem Arsch schon, was ist los? Okay. Okay, ich gehe ja schon. Hilfe, verdammt normal, Mann. Hallo, na? Wie lange will er noch im Kreis laufen? Ich wollte gerade sagen. Von dem Pfiffchen. Aber das ist ein Zickzack. Das ist voll putzig. Ich würde es nehmen und knuddeln einfach. Hilfe, ja. Du da drüben. Bitte, Hilfe. In meinem Beutel. Da findest du einen Pokéball. Okay, tschüss. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay, warte. Bei drei, ja? Bei drei klicken. Okay. Eins. Zwei, drei. Okay. Gut, bei mir steht als erstes schon mal Nebulak. Was steht bei dir in der Mitte? Sepa. Nee, oder? Und links. Ja? Wampel, wow. Okay, warte, ich hab links. Ein Hopfspross. Aber das kann nur Platscher, oder? Ja, das kann am Anfang nur Platscher. Das heißt, ey, wenn das jetzt schon wieder Sepa wird, ne? Und rechts okay. Hab ich Zubat. Und ich hab rechts. Ein Kleinstein. Okay, also Nebulak oder Zubat. Ach, Sepa oder Kleinstein? Ich würde ja eigentlich Sepa nehmen, aber das hatte ich halt erst. Weißt du, was ich gerade so ein bisschen doof finde? Wobei? Überlegen wir nochmal, Kampfarena kommt halt relativ... Weißt du was? Ich nehme Kleinstein. Echt? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich hatte... Oder nehme ich Kleinstein? Das Problem ist... Nebula kann man anfangen mit Geisterattacken, ne? Ich... denke... stark, ja. Das ist tatsächlich ein normaler Pokémon ist, habe ich verkackt, wenn das ich ist, das nehme. Wenn man so drüber nachdenkt, das ist tatsächlich eine relativ schlechte Auswahl, die wir hier haben. Ich muss Zubat nehmen, eigentlich. Ja, also, was heißt schlechte Auswahl? Die Auswahl an sich ist nicht schlecht, aber es ist halt... Ja. Ja, halt ne? Nicht Hopfspross. Wobei, ich könnte eigentlich schon Hopfspross nehmen. Willst du dann mit Verzweifler gewinnen, oder wie? Nee, weil ich meine, die Challenge beginnt ja erst, wenn wir Pokébälle haben. Das heißt, ich könnte hoffen, das erste Pokémon ohne Schwächen zu fangen. Aber oder... Ist der erste Kampf, den wir jetzt gleich haben. Ja. Den musst du ja auch irgendwie schaffen. Gut, okay, vergiss das. Ich glaube, ich nehme Kleinstein. Ich nehme Zubat. Wie gesagt, Leute, ich würde eigentlich Sepa nehmen, weil ich liebe Cedra King, aber ich hatte es halt echt gerade erst. Gut, ich dass ich Kleinstein. Zubat genommen habe. Wir müssen gegen Zigzags kämpfen. Ein weibliches. Ach ja, stimmt, klar. Willst du dieses Pokémon? Ja, ich nehme Kleinstein. Okay, schon im Kampf. Ich mach so ein bisschen Schaden mit Zubat. Los, Kleinstein, was kann ich denn? Gott, ich habe für einen kurzen Moment blieb mein Herz stehen, so ich kann doch jetzt hoffentlich nicht nur Finale oder so. Aber nein, das sind tatsächlich sogar... Finale ins erste Level 20 oder also, so. Kleinstein hat... Boah, siehst du, wie schnell der KP-Balken fällt? Kleinstein ja. Hat sogar ein ziemliches Starter-Pokémon-Moveset mit Tackle und Einigler. Also es sieht nach guten brauchbaren Starter-Attacken aus. Boah. Ich habe Blutsauger. Ich kenne das Problem, mein Freund. Ich musste auch schon mal mit Zubat beginnen. Ist was gar nicht lange her. Kleinstein eigentlich? Bitte was? Was für ein Geschlecht hat denn Kleinstein eigentlich? Männlich.
Ah, okay. Ich habe ein weibliches Zubat, wie gesagt. Können Sie mir schon mal einen Namen überlegen. Weibliches Zubat. Männliches Kleinstein. Markus. Ja. wie heißt denn der aus den Fantastic Four? The Thing oder so? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich lese schon mal. Oder bist du noch nicht fertig? Ich muss langsam kämpfen. Ich habe nur Blutsauger. Vergiss das bitte. Okay, dann lege ich meinen Controller mal dahin und überlege derweil, wie ich das Zubat nennen könnte. Ich meine, der heißt The Thing aus den Fantastic Four. Wie das Ding einfach nur noch Heule einsetzt, ne? Aber weiblich. Sonst hätte ich gesagt Batman, aber... Batwoman. Nenn es doch bitte einfach. Meine Güte, ich hab's geschafft. Wir dürfen uns ja eh gleich erst den Namen ausdenken, also ja. Haben wir noch Zeit. Okay, puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Das passiert mir ständig. Meistens aber sind es die Mädels. Oh, ich bin so ein Charmeur. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh? Nein, du bist doch Jan und Chris, ja. Aber die ist nicht der richtige Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte mit in mein Pokémon-Labor. It's quasi dangerous to go alone. Du bist also Chris und du bist Jan. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Was? Ich wollte sagen, dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ja. Also, nee, Moment. Dein Vater ist ein Opa? Das ist nämlich wieder diese ganz, ganz komischen Fire Emblem Familienverhältnisse da. Ja, mach mal weiter. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein einziges Pokémon besitzt. Ja, aber wie du jetzt eben doch gekämpft hast, diese Gelassenheit in deinem Alter fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Yay! Glaubt er ernsthaft, dass ich ihm das zurückgegeben hätte? Nein. Also, ja, glaubt er wohl. Ja, ich will dem kleinen Schein einen Spitznamen geben, das Zubat. Pass auf, nenn es doch, nenn es doch einfach... Ja. Hast du einen Namen für Kleinstein schon? The Thing. The Thing. Ja, also The, dann Leerstelle Thing. Moment. Also, keine Ahnung, ob es nur, also wirklich The Thing oder nur Thing heißt, aber ich meine The Thing. Also The Thing. T-H-I-N-G. Ja. Okay, The Thing. Das Ding. Das Ding. Okay, dann nenn du deinen Zubat doch bitte. Nenn es einfach Lucina. So, in der Hoffnung, dass es diesmal überlebt. Wir haben Lucina 2. An Anlehnung an, genau, nennen sie, Tucina. T-U oder T-W-O dann? T-W-O. T-W-O, okay, Tucina. T-W-O-Cina, Tucina. John Cena hättest du es auch gleich nennen können, naja. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr geiler Trainer. Mein Kind Maike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Christian, meint ihr, es wäre eine gute Idee, wenn ihr euch mit Maike trefft? Ja, okay, komm. Ich habe aus Versehen Ja gedrückt, das wollte ich nicht. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Erstmal das Pokémon anschauen. Also immer wieder soll uns irgendjemand was zeigen, weil wir scheinbar selbstständig zu nichts fähig sind. Ich habe ein hitziges Zubat. Und hat Konzentrator. Ja, da, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Taste scheinbar nicht belegt. So. Was habe ich denn? Ich habe The Thing. Robustheit, was ist hier? Pfiffig. Pfiffig ist sogar gut, weil es erhöht die Verteidigung weiter. Noch weiter als sowieso schon. Also ich habe, glaube ich, Spezialangriff hoch, Spezialverteidigung runter, hitzig. Spezialangriff hoch, ja, ich glaube schon. Yay. Ich glaube schon. Also ich habe Verteidigung hoch und Spezialangriff runter, das ist tatsächlich sinnvoll für einen kleinen Stein. Das Problem ist, kleinen Stein stirbt natürlich durch jede Pflanze Wasserattacke. Ja. Aber also, nun, gib dir Mühe, dass du keine abbekommst. Niemals würde das passieren, Jan, ich bitte dich. So, Route 101. Beginnt, also das, was jetzt kommt, ist noch nicht das Routen-Pokémon, falls was kommt. Ja. Erst wenn wir Bälle haben. Erst wenn wir ein paar Balls haben. Oh, wildes Pokémon. Was kommt denn hier so? Ich bin gespannt. Raupi. Ist ja schon, deine Auswahl ist grandios. Das ist ja wieder so gerandomized, Leute, dass die Pokémon eine ähnliche Stärke aufweisen, wie die, die ja eigentlich kommen würden. So, bei mir ist jetzt zum Beispiel ein... Also, es ist ein Nidoran weiblich, aber der Schattengrad sah irgendwie... komisch aus. Ah, jetzt... Ja, irgendwie, das sieht aber... Also, ja klar, das ist die Seitenansicht, aber irgendwie sieht's... Weißt du, ich werde richtig viel... Jetzt kann ich, dich komplett nachvollziehen, wie es dir in Perl ging. Ja, mit so einfach mal nichtssagenden Attacken zu kämpfen. Du rennst offene Türen ein. So, ich bin bei Maike. Was? Ich kämpfe gerade gegen einen Raupi. Oh, ein wildes Makuhita.
Vor allem, sie hat ja jetzt quasi dann... Moment, weißt du noch, wie die angeordnet sind, so im Normalen? So von links nach rechts? Du hast vollkommen recht. Aber warte mal, es sollte eigentlich nur Tackle können. Ja gut. Oder? Doch. Eigentlich ja schon. Welches Pokémon hast du genommen? Links, rechts oder Mitte im Endeffekt? Rechts. Ich habe auch das Rechte genommen. Das heißt, das wäre ja quasi Hydropi, ne? Oder? Ja, bestimmt. Also müsste Maike rein theoretisch bei uns beiden ein Gekkabo haben. Das wäre an sich schlecht, aber das Gekkabo dürfte... Es hat doch wirklich nur Tackle, oder? Ja. Gut, weil sonst habe ich ein Problem. Also wenn es plötzlich mit einer... Das ist Gekkabos erste Pflanzenattacke. Absorber. Okay. Wenn es mit Absorber ankommt, wäre es ein bisschen schlecht. Sehr, ja. Ich stehe übrigens vor ihr. Du willst mit Level 5 schon gegen sie kämpfen, dann im nächsten Part? Ja. Okay. Ich komme. Also, du willst nicht mehr gegen sie kämpfen? Sollen wir das noch in diesem Part machen? Es wäre gut, wenn wir im nächsten Part die Challenge richtig starten können. Okay. Also bis wir Bälle haben quasi, bis wir Balls haben. Ich kämpfe jetzt schon gegen sie, ist das okay für dich? Ja, ja, mach ruhig. Holy, okay. Sieht Paras creepy aus. Ich versuche... Ja, in der dritten Gen sahen manche Sprites bis gut aus. Ich versuche mal Jans Stimme zu imitieren, Leute. Ich kann sie auch selbst sprechen, ich stehe gerade vor ihr. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi, Arschloch. Das war definitiv das falsche Geräusch gerade. Wo war das? Ring! Ring! Ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wenn jetzt wirklich irgendwie Absorber kommt, dann werde ich nichts machen können. Also wirklich so gar nichts einfach. Bin wirklich Gekkabor. Okay, also müsste nur Tackle beherrschen. Außer sie haben das in Smaragd geändert. Hier, das Ding ist schneller als ich. Holy, das macht mir zu viel Schaden. Das Ding ist bei mir auch schneller, aber das ist jetzt nichts, was mich überrascht. Wie viel Schaden mache ich? Ich kann immerhin 2 KP wieder absorbieren von den 5, die sie mir abzieht. Also er macht mir nur 1 Schaden. Du Glücklicher. Also, ich habe zum Glück noch einen Trank. Okay, der nächste Tackle-Angriff. Also, ich muss sagen, Jan, ich genieße es ein bisschen, dass ich jetzt mal wenigstens eine Attacke habe, mit der ich arbeiten kann. Ich weiß, wie Tackle. Es ist, Jan, mit Blutsauger zu arbeiten. Oh, 69 Erfahrungspunkte, Trollolol. Die Challenge steht unter einem guten Stern. Ja. Oh, ich habe Lehmsula gelernt. Wahnsinn. Geil. Alter, das war fast noch ein zweites Level up. Wow, das war richtig geil. Jan, Chris, ihr seid Naturtalente. So, Gekkabor besiegt. Also das steht da so lange, bis ich es weglege. Das heißt, ich kann dann immer warten in dem Bildschirm. Ist ja perfekt. Dann darfst du das nochmal lesen. Okay. So, Level 6. Kriegt gute Werte dazu. Ja, plus 2 Init. Super Schall gelernt. Angriff und 0 Spezialverteilung bekommen. Ich gehe mit dem Beat. Das war spitze. Du bist ein Naturtalent. Ganz viel Money. Money ohne Ende. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon in kurzer Zeit, das mag ich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Okay. Und wieder sagt uns jemand, was wir zu tun haben. Ich sehe schon kaum, unsere Rolle in dieser Welt ist einfach nur gehorche oder stirb. Ja. Das kann ich nicht tolerieren, Leute. Kann ich nicht tolerieren hier. So. Christian, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ach Gott, Maike. Wir werden echt hier nur von einer Seite zur nächsten hin rüber befohlen, oder? Wir haben nicht mal einen Willen. Wir sagen ja nicht mal was. Wir stehen einfach nur da und glotzen mit unseren Knopfaugen in die Leere. Okay, Mama. Okay, ich mach hier schon. Sind wir schon auf, beim Laufen wird der Arm kurz grün. Was? Ja. Der Arm, der vorne ist immer. Oder hinten, beziehungsweise. Oh, hallo, Jan, Chris. Ich hab gehört, dass ihr Maike besiegt habt. Super geil. Das war euer erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Das hat man nicht wirklich gesehen. Mit ihren Gekkabo auf Level 5? Okay. Hier, das hilft mir meinen Forschungen, aber ich denke, ihr könnt das den Pokédex besser gebrauchen. Geil! Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Mit einem Gekkabo Level 5. Ich finde es schon richtig. Er redet ja von seinem Kind und Kind ist S. Aber ich weiß nicht, wenn ich ihm... Stell mir vor, du gehst irgendwo mit deinen Eltern hin, deine Eltern unterhalten sich mit jemandem und dann so, ach, der Jan, es ist immer so glücklich. Wuff, wuff. Ich weiß ja nicht. Klingt seltsam. Du darfst.
Okay. Oh, wow, Christian, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll. Genau wie ich. Ich habe etwas für dich. Hier, nimm meine Bälle. Dankeschön für die Balls, Maike. Denn offensichtlich hatten wir keine. Es macht unheimlich viel Spaß, dir all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Also, sobald ich die Pokémon entdecke, fange ich sie mit meinen Pokébällen. Das war ganz schön viel Poke in ganz schön wenig Worten. Ja. So, dann kommt noch unsere Torotreter holen. Genau, unsere Mutter kommt noch. Ah, das ist ja auch wieder du. Ja. Chris, hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für ein tolles Pokémon. Du hast es von Professor Birk erhalten. Toll, du bist das Kind deines Vaters. Ich liebe diesen Satz. Ist schon klar, das sagt man so, aber es ist trotzdem immer wieder witzig. Wunderbar. Ich meine, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Ihr Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Ich würde kleinständig unbedingt als hübsch bezeichnen, aber... So war auch nicht. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Mein Schritt, was machst du mit meinem Schritt? Alter. Mama, lass meinen Schritt in Ruhe. Christian, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Hier, also man lernt da rein in, und dann... Im Kindergarten, wie man sich Schuhe selbst anzieht. Wahrscheinlich sogar noch früher. Und dann kommt sie an, hier ist eine Bedienungsanleitung, du 10-jähriges Kind, wie du deine Schuhe anzuziehen hast. Dazu sage ich nur, was noch halte den B-Knopf gedrückt, wenn du diese Turbo-Treter anhast. Das habe ich schon längst übersprungen, alles. Ja, schlüpf in die Turbo-Treter und abonniere die Welt da draußen. Was sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein, aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause, sofort. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. War das jetzt auch schon wieder ein Befehl? Also zwei Befehle in einem. Erstens, komm nach Hause und zweitens, schnapp sie dir alle. Wir können nicht, halte mich erstmal nochmal kurz. Wir sind regelgebunden. Wir können nicht alles schnappen. So, ich fange mich auch noch in einem. Ich fange mich erstmal nach dem Schock. Und dann beenden wir gleich auch den Part Numero Uno hier, würde ich sagen. Was man nebenbei auch gerade sehen kann, wir können in Häusern laufen. Stimmt, ja. Das hat er auch gerandomized. Ich habe einfach so als kleine, ich sag mal, Gemütlichkeit noch weit eingestellt. So, ich gehe jetzt. Ich stehe direkt am Eingang von Wurzelheim. Ein Schritt drin oder ein Schritt genau auf der Linie quasi? Moment, ich muss gucken, wo die Linie ist. Da ist die Linie. Ich bin jetzt quasi in Wurzelheim drin, gerade so einen Schritt unter Route 101. Okay, ich auf der linken Seite. Perfekt. So Leute, das war erst einmal die Eröffnung der Pokémon Smaragd Souling Challenge. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall richtig los. Immer um 18.30 Uhr, ab jetzt jeden Tag. Und ich würde sagen, bis morgen, Leute. Tschüss. Ciao.